das, was da jetzt im Moment einmal liegt? Zuallererst einmal ist es ein Tag der großen Dankbarkeit und Freude über dieses unglaublich große Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher für Norbert Hofer. Da möchte ich mich ausdrücklich bedanken, auch bei Norbert Hofer selbst, der ja wirklich Großartiges geleistet hat, bei vielen Untergriffen, mit denen er auch konfrontiert gewesen ist und damit sehr souverän umgegangen ist. Und ich sage, es ist so oder so ein Sieg der Demokratie, den wir haben. Was mich... Nein, was schon interessant ist, ich kenne die offiziellen Hochrechnungen des Innenministeriums. Die sehen völlig anders aus, als der ORF sie präsentiert. Dort liegen wir bei 53,1%. Wie man zu so einer Hochrechnung kommt, ohne dass Wien ausgezählt ist und ohne dass die Wahlkarten ausgezählt sind, ist eine Frage für sich, die auch zu bewerten ist. Norbert Hofer führt ja, was heißt das denn aber trotzdem für Sie, wenn Norbert Hofer Bundespräsident wird oder auch wenn es nicht wird? Ja, wir hoffen und glauben daran, dass am Ende Norbert Hofer auch die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher auf seiner Seite haben wird. Und das wäre auf alle Fälle ein Erfolg für die Demokratie, vor allen Dingen auch für die direkte Demokratie, für verbindliche Volksabstimmungen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit mit großer Demut, aber einer ehrlichen Freude auch umzugehen. Denn wir haben ja erlebt, dass das gesamte verkrustete System, der ehemalige SPÖ-Kanzler Faymann, der neue Kanzler Kern, ohne dass er bei einer Wahl jemals angetreten ist, drei ehemalige ÖVP-Obleute, die Frau Kretz, bis hin zu EU-Bürokraten wie Schulz und Juncker, bis hin zu Staatskünstlern, das gesamte verkrustete politische System sich gegen Hofer eingehängt hat und die Mehrheit, genau, und die Mehrheit, das wollte ich Ihnen erklären, und die Mehrheit der Österreicher, und schauen Sie, also Sie sollten schon auch einen kultivierteren Stil als ORF an den Tag legen und mich auch einen Satz zu Ende führen lassen. Und die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher haben auch hier, wie es aussieht, auf diesem Weg Norbert Hofers unterstützt und das ist durchaus sehr beachtlich. Vielleicht würde ich Sie lieber beantworten, noch kurz die Frage, was heißt für Sie persönlich? Ein historischer Wahlerfolg natürlich für die FPÖ, aber was heißt für Sie als Bundesparteiobmann für die Kanzlerfrau? Also für mich persönlich als Mensch ist das der bewegendste, ergreifendste und schönste Moment, den ich bis dato in meiner gesamten politischen Laufbahn und Karriere auch gemeinsam mit meinen Mitstreitern erleben darf. Und das ist etwas sehr Bewegendes, denn das ist natürlich eine politische Zeitenwende im positiven Sinne. Dankeschön.